Hi. Na, wie war euer Wochenende? Ich hoffe doch recht erholsam. Wisst ihr, wie belastend Technik manchmal sein kann? Schon letztes Mal entschied Adobe Premiere, MP3-Dateien auf meiner Festplatte nicht mehr zu erkennen. Gut, Software wollte eher ein Update und danach ging es. Heute schmeiße ich es wieder an. Was passiert? Natürlich, erkennt wieder keine MP3s. Hat aber auch ein neues Update. Also, angeworfen, neu gestartet und es ging nicht. Nun, das ist der Moment, wo dir als Content Creator echt der Beutel auf Grundeis geht. Naja, das Ende vom Lied war ein Workaround von Adobe. Benenne deinen Media Cache Ordner um und tada, finde ich klasse. Anstatt man das nicht einfach vom Programm aus einmal killen könnte, nee. Naja, okay, ich denke, das war heute mal ein anderer Blick hinter die Kulissen. Kampf der Technik eben. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Video und drückt doch mal aufs Däumchen, wenn ihr die Zeit findet. Oh, und übrigens, die heutige Story hat die gute Betty übersetzt, also auch nochmal hier ein kurzes Dankeschön dafür. Mein Interesse am Übernatürlichen hat mich mehrfach zu einigen der prestigeträchtigsten Bildungsstätten im gesamten Vereinigten Königreich geführt. Von den ehrwürdigen Hallen von Oxford und Cambridge bis hin zu den bescheideneren innenstädtischen Colleges und Schulen war meine Suche nach den Beweisen zur Untermauerung solcher Behauptungen jedoch selten fruchtbar. Als ich aber die University of St. Andrews in Schottland erkundete, fand ich einen ziemlich interessanten Band, der in einer dunklen, muffigen Ecke der Campusbibliothek versteckt war. Das Buch selbst war ungewöhnlich. Sein Einband war in verwittertes und geschwärztes Leder gebunden, das unverhohlen die Falten und Risse der Zeit aufwies. Es stammte aus dem 16. Jahrhundert und schien verschiedene Beschreibungen und Berichte über das tägliche Leben der Menschen in Ettrick zu enthalten, eine kleine abgelegene Stadt in den südlichen Moorlandschaften des Landes. Bei der Lektüre des Bandes fanden sich zahlreiche Einträge verschiedener Autoren aus einem Zeitraum von 60 Jahren. Es schien im Laufe der Zeit von Stadtältesten zu Stadtältesten weitergegeben worden zu sein, und um ganz ehrlich zu sein, enthielt das meiste davon müßige Grübeleien über die Stadtbewohner und Pläne für eine Reihe bescheidener Bauprojekte und Verbesserungen. Gerade als ich zu dem Schluss kommen wollte, dass das Buch für mich wenig interessant sei, bemerkte ich auf der Innenseite der Rückseite, dass jemand ein Bild hineingezeichnet hatte. Es war zwar elegant dargestellt, aber ich hätte es nie als einen erfreulichen Anblick beschrieben. Tatsächlich war meine erste Reaktion beim ersten Betrachten Ekel. Die Kombination aus den harten, fast wütenden schwarzen Linien und der nüchternen Bildsprache der Szene, wie sie der Künstler darstellte, hinterließ bei mir einen durch und durch unangenehmen Eindruck vom Thema. Ich schauderte, als ich meinen Blick darüber richtete und versuchte, das Bild eines großen Mannes mit langen, dünnen Armen und Beinen wahrzunehmen. Sein Gesicht war teilweise von einer seiner hageren weißen Hände verdeckt, aber was zu sehen war, war monströs. Aus seiner Stirn ragten markante Adern hervor, die zu einer blassen Glatze führten. Seine Augen lagen dabei tief in seinem Schädel und die umliegenden Wälder schienen sich ängstlich von ihm wegzubiegen und zu neigen. Zuerst ging ich davon aus, dass es sich bei dem Bild um eine Art abscheuliches Graffiti handelte, aber unten auf der Seite stand das Datum 1578 und ein eher ungewöhnlicher Name. Herbert Solomon. Ob dies der Name der bedrohlichen Figur in der Zeichnung oder der des Künstlers war, wusste ich nicht. Beunruhigt, aber auch fasziniert von dieser dunklen Waldszene, beschloss ich, dass das Buch einer weiteren Lektüre bedarf. Ich wollte unbedingt wissen, wer dieses Wesen war und warum jemand das Bedürfnis verspürt hatte, seine seltsame Gestalt in einer Zeichnung festzuhalten. Eine Zeichnung auf der Rückseite eines Buches, das sonst dazu diente, das Leben der Stadtbewohner aufzuzeichnen. Was mich bei näherer Betrachtung noch mehr überraschte, war, dass das gleiche Bild an anderer Stelle im Buch wieder aufzutauchen schien, jedoch augenscheinlich von unterschiedlichen Personen gezeichnet. In dem Buch fand ich zahlreiche Erwähnungen von Herbert Solomon, und es wurde schnell klar, dass er tatsächlich der abgemagerte Mann auf dem Bild war. Er hatte im 16. Jahrhundert am Rande der Stadt von Ettrick gelebt.
Es war ein kleiner und unterentwickelter Ort, der auf allen Seiten von der dichten Decke des Ettrick-Waldes umgeben war, der seinerseits inmitten einer riesigen Moorlandschaft lag. Die Stadt hatte eine kleine Pfarrkirche mit einem bescheidenen Kirchturm, ein Gasthaus, das normalerweise von Reisenden genutzt wurde, die durch die unbarmherzige Landschaft reisten, und malerische Kopfsteinpflasterstraßen, die sich um die Steinhäuser und das Rathaus schlängelten. Den Beschreibungen im Buch zufolge begannen im Dezember 1577 Kinder aus der Stadt zu verschwinden. Das erste war ein junges Mädchen namens Alanna Sutherland. Sie hatte mit ein paar Freunden an einem alten Brunnen am Rande der Stadt gespielt, wobei jedoch eine kleine Spielzeugpuppe hineinfiel, was ihr scheinbar große Sorgen bereitete. Da sie nicht zurückholen konnte, kehrte sie nach Hause zurück, um sich eine Schnur und einen alten Haken zu leihen, in der Hoffnung, damit die Puppe unten aus dem Wasser fischen zu können. Zuletzt wurde sie bei Sonnenuntergang auf dem Weg zum Brunnen gesehen. In Panik machten sich die Stadtbewohner auf die Suche, gruben den Brunnen aus, durchkämmten die Weizenfelder und schickten sogar mehrere Gruppen von Freiwilligen in die umliegenden Wälder. Leider wurde das Mädchen dabei nicht gefunden. Ein paar Tage später erledigte ein kleiner Junge namens Eric Kennedy einen Auftrag für seine Großmutter. Es war dunkel, aber er brauchte nur etwas Wolle zum Munro-Haus ein paar Straßen weiter, als Dank für das Getreide, das sie geliefert hatten, zu bringen. Man ging davon aus, dass zumindest das Stadtzentrum sicher wäre, doch der Junge beendete seinen Auftrag nie. Er verschwand, als wäre er einfach aus der Existenz gerissen worden. Bis Ende Januar hat ein ungewöhnlich strenger Winter der Stadt und ihren Bewohnern erhebliche Schäden zugefügt. Große, riesige Eis- und Schneeschichten bedeckten jedes Haus und Gebäude. Mehrere Menschen starben allein an der Kälte und die allgemeine Stimmung in der Stadt Ettrick war sehr düster. Trotz dieser schwierigen Zeit waren die Stadtbewohner mehr um die Sicherheit ihrer Nachkommen besorgt. Insgesamt waren nun 7 Kinder ohne Sinn und Zweck verschwunden. Ganze Familien weinten vor Verzweiflung und die Menschen in Ettrick begannen einander misstrauisch zu betrachten. Sie kannten die Wahrheit. Jemand nahm ihnen die Kinder weg. Bis Mitte Februar waren 2 weitere vermisst worden und jede Familie und jedes Mitglied der Gemeinschaft warf nun einander vorwurfsvolle Blicke zu. Der Stadtälteste beschloss zu handeln und übernahm die mühsame Aufgabe, den Unhold zu identifizieren und zu fangen. Es wurden bürokratische Diskussionen geführt, Kirchengruppen einberufen und in jedem Haus, in jeder Straße, in jeder Ecke von Ettrick kam den Bewohnern ein Name über die Lippen. Herbert Solomon. Je öfter der Name fiel, desto sicherer wurde seine Schuld. Herbert Solomon war ein Außenseiter. Er lebte in einer kleinen Holzhütte inmitten der Wälder, die die Stadt umgaben, und neigte aufgrund seines unglücklichen Aussehens dazu, menschlichen Kontakt zu meiden. Niemand war sich sicher, was seine Krankheit war, und im unaufgeklärten Schottland des 16. Jahrhunderts glaubten viele einfach, dass er verflucht war. Moderne Augen hätten ihn wohl für das Opfer einer zehrenden Krankheit gehalten. Er wagte sich selten in die Stadt, außer bei ein paar Gelegenheiten, um Vorräte einzutauschen, und selbst in diesen Fällen bedeckte er sein Gesicht mit einem braun angelaufenen Hut und einem grauen Stück Stoff, das seine Gesichtszüge unter 2 tiefliegenden dunklen Augen verdeckte. Mehrere der Stadtbewohner erzählten Geschichten von Herbert Solomon. Diesen Berichten zufolge stand er am Waldrand und beobachtete die Bauern, die ihr Land bestellten, und ihre Kinder, die auf den Feldern spielten. Es war seine Faszination für Kinder, die bei vielen ein Unbehagen auslöste. Einige Kinder der Stadt kehrten mehrmals mit wunderschön gefertigten Puppen und Spielsachen vom Spielen in der Nähe des Waldes nach Hause zurück. Sie waren ein Geschenk von Herbert Solomon. Und da sie unschuldige Kinder waren, konnten sie nichts von den damit verbundenen Gefahren wissen. Als die Kinder jedenfalls zu verschwinden begannen, richteten sich ihre Augen sofort auf den fremden Mann, der im Wald lebte. Die Anschuldigungen wurden durch das Flüstern ängstlicher Eltern verbreitet und je mehr das Flüstern zunahm, desto lauter wurden auch die Stimmen, bis entschieden wurde, dass Herbert Solomon gestoppt werden musste. In einer kalten Februarnacht verfügten die Ältesten der Stadt, dass Solomon sofort verhaftet werden sollte. Trauer, Wut, Groll und Angst steigerten sich mit dieser Nachricht zu einem Fieber und alle Männer, Frauen und Kinder machten sich auf den Weg über die Felder und in den umliegenden Wald, um nach dem Kindermörder Herbert Solomon zu suchen. Einzelheiten darüber, was genau in dieser Nacht geschah, sind begrenzt, aber es scheint, als hätten die Einwohner der Stadt Ettrick versucht, Herbert aus seiner kleinen Hütte zu holen, indem sie sie in Brand steckten. Die Menge jubelte, als die Hitze zunahm und das Feuer aufstieg. Irgendwann hallten seine Schreie durch den Wald und wurden schließlich von den Flammen zum Schweigen gebracht.
Die Stadtbewohner waren davon überzeugt, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde und obwohl die Trauer der Eltern, die ihre Kinder verloren hatten, niemals gestillt werden konnte, gab es doch zumindest die Befriedigung zu wissen, dass der Mann, der dafür verantwortlich war, nun nicht mehr existierte. Doch in den folgenden Tagen breitete sich in der ganzen Stadt Unruhe aus. Es verbreiteten sich Geschichten über seltsame Begegnungen nachts auf der Straße. Eine hagere, schattenhafte Gestalt, die über das Kopfsteinpflaster streift und sich in der Dunkelheit versteckt. Innerhalb einer Woche gaben zahlreiche Anwohner an, nachts beim Anblick eines unwillkommenen Besuchers aufgewacht zu sein. Ein Bericht handelte von einer älteren Dame, die durch das Rascheln von etwas unter ihrem Bett aufwachte, nur um vor Schreck fast zu sterben, als sich ein großer, dünner Mann darunter hervorzog. Sie wurde ohnmächtig, aber nicht bevor sie sein Gesicht sah. Ein welker Ton, als ob er von einer Krankheit heimgesucht worden wäre. Seine Augen waren schwärzer als die Nacht und seine Hände bestanden aus straff gespannter Haut über einem knöcheren Inneren. Eine andere Geschichte handelte von einem ortsansässigen Händler, der einem Geräusch aus seinem Keller nachging und mit einer abscheulichen Gestalt konfrontiert wurde, die so groß und hager war, dass sie sich bücken musste, um der niedrigen Decke ganz auszuweichen. Ihr leichenweißes Gesicht flackerte im Kerzenlicht. Dem Mann gelang die Flucht, aber er weigerte sich, seine Räumlichkeiten erneut zu betreten. Den Stadtbewohnern wurde langsam klar, dass der rachsüchtige Geist von Herbert Solomon immer noch nach anderen Opfern aus dem Jenseits suchte. Sein Hass und seine abscheuliche Gestalt schienen die Stadt, die ihn ermordet hatte, weiterhin zu verfolgen. Mit jedem Tag nahm die Sichtung an Intensität und Anzahl zu. Ein Nebel senkte sich über die Stadt und die Menschen weinten und trauerten, als der Klang von Herbert Solomon sie jeden Abend für Abend in Angst und Schrecken versetzte. Man sah ihn zwischen den Weizenfeldern, in den Kellern und Dachböden von Häusern umherwandern, wobei seine langen, klaffenden Schritte jede Nacht durch die Straßen der Stadt Ettrick halten. Sie waren verflucht. Im Leben hatte Herbert Solomon ihre Kinder entführt und ermordet, und nun, im Tod, schien er über die verdrehten Mittel zu verfügen, um die ganze Stadt zu terrorisieren. Dann geschah das Undenkbare. Ein weiteres Kind wurde vermisst. Man hörte ein junges Waisenmädchen, das durch die Straßen irrte, als sie kein Zuhause für die Nacht fand und dabei um ihr Leben schrie. Die Stadtbewohner stürmten zu ihren Fenstern, schauten hinaus, trauten sich aber nicht, die imaginäre Sicherheit ihrer Häuser zu verlassen. Sie waren gelähmt vor Angst. Das Geschrei verstummte schnell und wenige Augenblicke später tauchte ziellos die bedrohliche Gestalt Herbert Solomons aus dem Nebel auf. Er rannte die Straße entlang, wobei seine leblosen Arme gegen die Häuser schlugen, an denen er vorbeikam. Er zerschrammte mit seinen steifen Fingern die Türen, öffnete Fenster und stieß dabei unnatürliche Wut- und Hassschreie aus. Das Mädchen war weg und die Stadt trauerte erneut. In den folgenden Tagen wurde der Nebel dichter und mit ihm kam die unwillkommene Nachricht, dass zwei weitere Kinder entführt wurden. Eines davon war ein Mädchen, das nach einem heftigen Streit mit ihrer Familie das Haus verließ und nie wieder gesehen wurde. Das andere war ein Junge namens Matthew, der Sohn eines namhaften Trinkers, der von Solomons Händen aus seinem eigenen Bett geholt wurde, während der Vater vom Alkohol bewusstlos war. Während eines Gottesdienstes geschah das Undenkbare. Solomon erschien kurzzeitig in den Gängen der Kirche, scheinbar unberührt vom geweihten Boden. Die Gemeinde wimmerte vor Entsetzen und Verachtung, als seine verzerrte, dürre Gestalt langsam hinter einer Säule entlang ging und dann verschwand. Es war tatsächlich eine Demonstration von Macht. Die Hoffnung war fast verloren. Nicht einmal eine heilige Stätte konnte ihm widerstehen, und er war nun in der Lage, nachts jedes Haus zu betreten und sich dann mitzunehmen, was oder wen er wollte. Die Stadt musste handeln oder den Ort ganz aufgeben, aber es gab keine Garantie dafür, dass der Fluch Solomons ihnen nicht folgen würde. Der örtliche Pfarrer, ein Mann namens Mackenzie, wurde von den Einwohnern von Ettrick gebeten, jede ihm zugewiesene heilige Macht zu nutzen. Um den Geist Solomons zu zerstören oder zu verbannen, wurde ein Plan entwickelt. Der Pfarrer und einige ausgewählte Personen, bewaffnet mit Fackeln, gesegneten Schwertern und Fläschchen mit Weihwasser, würden die Stadt bewachen und darauf warten, dass die verfluchte Gestalt dieses Kindermörders noch einmal sein Gesicht zeigte. Dann würden sie angreifen. Mackenzies Auserwählte beobachteten so viel wie möglich von der Stadt aus mehreren Hausfenstern, Dächern und strategischen Straßenecken und warteten. Sie mussten dies jedoch nicht lange tun. In dieser Nacht tauchte die einsame Gestalt von Herbert Solomon durch den Nebel auf und ging zielstrebig durch die Straßen von Ettrick. Laute Schreie erklangen, als die Leute sich gegenseitig darauf aufmerksam machten, dass Solomon zurückgekehrt war.
Familien hielten ihre Kinder fest, während ein dunkler Gedanke die Stadt erfüllte. Bitte verschone mein Kind, nimm das eines anderen. Mackenzie war der Erste, der ihn angriff, aber sein Wille wurde durch den Anblick von Solomons abscheulichen, blassen, verfaulten und geschundenen Gesicht erschüttert. Die schlaksige, spindeldürre Gestalt stand da und starrte den Pfarrer aus seinen schwarzen, trüben Augen aufmerksam an. Nun gesellte sich ein weiterer Mann hinzu, dann noch einer und schon bald war Herbert Solomon umzingelt. Mackenzie wies die Männer an, den Kreis langsam zu schließen, indem sie mit einer Hand ihre Schwerter zogen und mit der anderen brennende Fackeln schwang. Angst erfasste sie aber, sie wussten, dass dies ihre einzige Chance sein würde. Mackenzie warf Solomon eine Fiole vor seine schwerfälligen Füße und während er einen christlichen Psalm aussprach, schlug ein anderer Mann mit seiner Fackel zu. Der Schlag knisterte, als der mit Stoff bedeckte Arm Solomons Feuer fing. Dann erklangen Jubelrufe von den Stadtbewohnern, die von ihren Häusern aus zusahen. Doch der Mann stolperte und schuf so eine Lücke im Kreis, die Solomon sofort beanspruchte. Er floh. Seine spindeldürren Beine und rudernden Arme warfen im Vorbeigehen spinnenartige Schatten auf die Wände und das Kopfsteinpflaster der Straßen. Die Stadtbewohner nahmen die Verfolgung auf und folgten der erbärmlichen Gestalt, die jede Straßenecke, Gasse und jeden Hof durchquerte, um ihrer Wut zu entkommen. Der Lärm alarmierte die Stadt. Herbert Solomon versuchte zu fliehen. Aus allen Häusern der Stadt strömten die Menschen mit allem, was sie als provisorische Waffe finden konnten. Sie überschwemmten die Straßen und rannten auf die Proteste, Rufe und Schreie von Solomons Verfolgern zu. Mit jeder Kurve um eine gepflasterte Straßenecke ging Solomon die Versteckmöglichkeiten aus. Als er schließlich die Hauptstraße der Stadt entlang stolperte, blieb er stehen. Die Stadtbewohner hatten alle Fluchtwege blockiert. Er war gefangen. Mackenzie drängte sich an die Spitze der Menge und bat um Ruhe und Gelassenheit, als er sich der zusammengekauerten, besiegten Gestalt von Herbert Solomon näherte. Er und seine wenigen Auserwählten würden die Stadt Ettrick ein für allemal von dieser Abscheulichkeit befreien. Mit der Fiole in der Hand, begleitet von mehreren großen, bulligen Männern mit Schwertern, näherte sich Mackenzie und rezitierte langsam Verse aus der Bibel. Durch seine dunklen Augen beobachtete Herbert Solomon, wie die Gesichter der Stadtbewohner von Hass und Rachegedanken gezeichnet waren und auf ihn zukamen. Dann drehte er sich einfach um und betrat eine offene Tür neben sich. Die Leute schnappten nach Luft und Mackenzie und seine Anhänger stürmten ihm hinterher. Das Haus, das sie betreten hatten, war still und auf dem harten Holzboden des Hauptflurs lag der blasse Körper eines jungen Mädchens. Ein Knarren der Dielen war von oben zu hören, während zahlreiche Verfolger das Haus durchsuchten und enttäuscht schienen, dort nichts zu finden. Dann geschah etwas Wunderbares. Das kleine Mädchen schnappte nach Luft. Sie lebte. Sie hatte kaum oder gar keine Kraft. Sie konnte nur ein Wort aussprechen. Unten. Im Keller des Hauses erlebte Mackenzie eine düstere und schreckliche Szene. Der Boden war mit Blut bedeckt und der tote Körper eines Mannes lag dort mit dem Gesicht nach unten. An die Wände dieses düsteren Ortes gekettet waren die entführten Kinder. Sie waren teilweise unter Drogen gesetzt, unterernährt und traumatisiert, aber sie lebten. Die Stadt freute sich über die Nachricht. Familien wurden wieder vereint, Leben wurden verbessert. Der Nebel eines trostlosen und schrecklichen Winters lichtete sich langsam und alles schien wieder in Ordnung zu sein. Als die Kinder wieder zu Kräften kamen, erzählten sie, was ihnen widerfahren war. Jeder von ihnen war von einem Mann namens Tom Sutherland entführt worden. Er war der Vater des ersten Mädchens, das verschwunden war, und es schien, dass er es auch war, der sie getötet hatte. Niemand wusste es genau, aber viele waren sich seiner schlechten Laune bewusst und mehr als einmal hatte er die arme Elena geschlagen. Von Schuldgefühlen und Verlusten geplagt, begann Sutherland, Kinder mit vorgehaltenem Messer zu ergreifen und in seinem Keller einzusperren. Er verabreichte ihnen oft ein lokales Kraut und schlug sie gelegentlich, während sie erbärmlich vor Selbstmitleid weinten. Am Tag, an dem die Kinder gefunden wurden, betrat Sutherland betrunken den Keller und trug ein Messer und ein Seil bei sich. Er begann erneut, die Kinder zu schlagen und sagte ihnen, dass eines davon an diesem Tag sterben würde. Er band eines der Kinder daraufhin los und drückte es mit seinen Knien auf den Boden. Das Messer schwebte über dessen Hals, doch gerade als er die Klinge in es stechen wollte, betrat jemand das Haus. Sutherland wurde rasend vor Wut, aber wer auch immer oben an der Treppe stand, jagte ihm eine solche Angst ein, dass er schnell wieder in den Keller ging. Hinter der Tür versteckte sich die große, vernarbte Gestalt von Herbert Solomon. Als das kleine Mädchen ihn sah und nun frei war, kroch es schnell zwischen Herberts langen Beinen hindurch.
Sie war frei, aber zu schwach, um zu rennen. Sie wurde ohnmächtig, bevor sie das Haus verlassen konnte. Einzelheiten darüber, was mit Tom Sutherland passiert ist, wurden durch den instabilen, halb bewusstlosen Zustand der Zeugen verschleiert. Aber es war klar, dass sein Genick gebrochen war und sein Kopf mit solcher Kraft verdreht wurde, dass er in die entgegengesetzte Richtung blickte. Es gab verschiedene Berichte über spätere flüchtige Blicke auf Herbert Solomon und einige der Kinder behaupteten gelegentlich, wunderschön gearbeitete Puppen und Spielzeuge am Waldrand gefunden zu haben, aber das ließ sich nicht wirklich belegen. Tatsächlich wäre ich aber so weit gegangen, dass die gesamte Geschichte nicht belegt werden könnte, wenn es nicht die Ereignisse gegeben hätte, die ich mehrere Monate nach der Lektüre dieses alten Buches in den Tiefen der St. Andrews University erlebt habe. Ein Kollege und lieber Freund von mir lud mich ein paar Tage bei seiner Familie auf dem Land zu verbringen. Ich wusste, dass das Haus an der Stadtgrenze lag, keine halbe Autostunde von Ettrick entfernt, und konnte mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, mir die Gegend genauer anzusehen. Es war mir gelungen, die Zuständigen davon zu überzeugen, mir zu gestatten, das Buch aus St. Andrews mitzunehmen und es einem Freund zu zeigen. Er hatte ein besonderes Interesse und nicht unerhebliche Kenntnisse über die Geschichte der Region. Ich dachte, er könnte vielleicht etwas Licht auf diese seltsame Geschichte werfen. Seine Familie war sehr freundlich zu mir und das Haus und das Gelände lagen ruhig in der Sommersonne, während seine Kinder, die auf den Feldern spielten, eine unbeschwerte und glückliche Zeit hatten. Nachdem er das Buch gelesen hatte, erzählte er mir, dass es faszinierend sei und dass er von einem lokalen Gedicht wisse, das im 17. Jahrhundert über einen Mann namens Solomon geschrieben worden sei, der Kinder tötete, aber mehr konnte er mir dazu nicht sagen. Am nächsten Tag hörten wir Schreie aus der Nähe des Hauses. Es war das kleine Mädchen meines Freundes. Wir rannten los. Den Hilferufen über einen alten Zaun und einen steilen, grasbewachsenen Hügel hinterher erreichten wir einen gewundenen und reißenden Fluss. Das Mädchen war hineingefallen und klammerte sich an eine große Baumwurzel, die von der gegenüberliegenden Böschung ins Wasser ragte. Die Wurzel war nass und mein Freund stieß einen verzweifelten Schrei aus, als seine Tochter den Halt verlor und flussabwärts zu einer großen Formation aus riesigen, spitzen Steinen geschwemmt wurde, die unter der Oberfläche hervorragten. Der Fluss ließ sie nicht los und warf sie mit solcher Kraft umher, dass es schwer war, sich vorzustellen, wie sie das überleben sollte. Voller Angst, dass sie ertrinken könnte, erreichten wir schließlich den Rand des Wassers. Als wir in den trüben Fluss sprangen, sahen wir hilflos zu, wie das arme kleine Mädchen kurz davor war, gegen die Felsen zu krachen. Wir waren zu weit weg. Plötzlich wurde unsere Aufmerksamkeit vom Knacken und Knarren einer großen, hageren Gestalt auf der anderen Seite des Flusses geweckt, die mit enormer Geschwindigkeit aus dem Wald auf die gegenüberliegende Seite stürmte. Mit einer schnellen Bewegung tauchte eine dünne, knochige Hand in das Wasser, trotzte den gewaltigen Strömungen und zog das junge Mädchen schließlich in Sicherheit. Sie lebte, verängstigt und weinend, aber sie lebte und war unverletzt. Die blassgesichtige, ausgemergelte Gestalt setzte das Mädchen sanft auf den Boden und starrte uns von der anderen Seite des Wassers aus mit dunklen Augen an, während wir selbst in Sicherheit kletterten. Dann drehte sie sich um und verschwand im Wald, verblasste zu nichts als eine Erinnerung. Selbst im Tod war Herbert Solomon eine gütige und sanfte Seele.